Mirror's Edge, Folge 23. Wir sind immer noch hier in diesem Einkaufszentrum und müssen vor den Cops flüchten. Zur Abwechslung mal wieder. Und ein bisschen was haben wir schon rausgefunden. Oh shit, Faith, die haben ein Maschinengewehr. Die haben ein Maschinengewehr, das ist nicht sehr schön. Und wir wissen, dass wir jetzt hier hoch müssen. Und wir haben auch das letzte Mal entdeckt, dass hier eine rote Stange ist, auf die wir müssen. Wahrscheinlich müssen wir da einen Wallrun machen. Okay. Und wahrscheinlich muss ich jetzt. Mama mia. Das überstehe ich ja nie im Leben. Jetzt muss ich schwingen. Okay. Aber die. Links geht's nicht, rechts geht's nicht. Entweder haben sie uns abgeknallt oder wir sind daneben gesprungen. Aber jetzt ist es einigermaßen klar, wo es hingeht. Aber das ist natürlich schon extremer Druck, den wir jetzt hier haben. Oh shit, Faith, die haben ein Maschinengewehr. Jawohl, ja. Einfach nur weiter. Den Wallrun hinlegen. Ja, das Glas abschießen, nicht mich. Na, großartig. So, nochmal. Puh, kurz mal ausruhen. Oh no, no, zu spät gesprungen, zu spät gesprungen. Also nochmal. Oh shit, Faith, die haben ein Maschinengewehr. Durch solche endlos Wiederholungen bekommt das Spiel dann natürlich eine gewisse. Ja. Ach nee, komm! Sagen wir mal, ja, Länge. Eine gewisse Länge, die es im einen oder anderen Fall gar nicht bräuchte. Super großartig. Wie oft falle ich da jetzt noch runter durch dieses Loch? Ihr könntet ja auch sagen, ja, Neat Games, du müsstest es ja nur immer richtig machen, ja? Du müsstest ja bloß keine Fehler machen. Ja, das klingt zu schön, einfach um wahr zu sein. Nee. Ich weiß, das sind Fehler, die ich mache, aber. Alles ruhig hier oben. Oh shit, Faith, die haben ein Maschinengewehr. Autsch. Ah, komm. Ah, großartig, echt. Die mit ihrem Maschinengewehr. Und die mit ihren Löchern in der Decke. Okay, also da oben ist das Ding. Ah, jetzt muss ich da. Geh schon rüber, Schatz, geh schon rüber. Vor, zurück. Na komm, vor. Na, was machst du denn? Ich will schwingen. Aber wenigstens lassen sie mich einigermaßen in Ruhe schwingen. Jawohl, ja, der Haarsprung hat mal gepasst. Und dadurch dieses Loch durch. Lüftungsschacht, mein Freund und Helfer. Ich hoffe zumindest mal, dass da niemand mehr ist. Oh, das sieht mal ruhig aus. Rote Treppe. Oh, das ist eine orange Treppe? Ja. Ja, orange als rot. Aber trotzdem ein. Noch eine letzte Tür, da sollst du raus sein. Wenn er das schon so betont, denke ich mal,
dass uns hinter dieser Tür noch irgendeine böse Überraschung erwarten wird. Mein kleiner Freund scheint zurück Juhu, zu sein. Da ist er. Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Okay. Oh. Hey, Faithy. Nett, dass du mal vorbeischaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Ropern ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche, am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Eine Sicherheitsfirma. Der Ropern hat doch auch irgendwie so eine Bodyguard-Firma gehabt und jetzt haben wir eine Sicherheitsfirma. Okay. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Das dämlich. Oh, das sind rote Seile. Ach, müssen wir jetzt die richtigen Seile aussuchen, oder? Aha. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, nach oben, um diese Drahtseile zu finden. Soweit die Theorie. Das sind nur rote. Das Glas kann ich nicht zerbrechen. Ich dachte, vielleicht kann ich da hochspringen dann. Da bin ich reingekommen, oder? Ja, da bin ich reingekommen. Da geht's nicht weiter. Die sehen zwar sehr rot aus, aber das sind sie wohl nicht. Komme ich da so hoch? Ja, da komme ich hoch. Gut, gut, gut. Gehen wir mal weiter. Aha. Aha. Ah, das sieht doch gut aus. Okay. Na, großartig. Ja, klar. War ja so klar, dass ich da jetzt daneben springe. Also, viel klarer hat es ja nun nicht sein können. Oh, Mann. Ah. So viel zum Thema immer wieder daneben springen. Komme ich hier eigentlich weiter? Nee, ja. Das ist eine Sackgasse. Okay. Gehen wir mal hier wieder weiter. Ich versuche jetzt mal hier.
Kann ich da nicht einfach drüber springen? Nee, das geht generell nicht. Ich dachte nur vorhin, ich wäre zu weit von der Kante weg gewesen. Aber das geht generell nicht. Kumpfe, halt dich fest, jawohl. Aber ich bin der Meinung, dass wir da lang müssen. Hier geht's sondern sagen, dass ich mal die B-Taste drücke. Ja, okay. Die zeigt auf das Hundehaus. Hundesymbolhaus. Aha. Nee, da geht's nicht wirklich weiter. Hm? Aber. Oh, eine Runner-Rune. Muss ich dann Wallrun machen? Okay. So ging's nicht. Haha. Genau. Okay, da könnte ich jetzt wahrscheinlich hier runter. Ja. Muss ich da wahrscheinlich hier rüber. Ah, jawohl. So, jetzt bin ich hier von Stacheldraht umgeben. Das heißt, ich müsste mich jetzt irgendwo entlang hangeln. Also da geht's nicht. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Da. Muss ich da jetzt springen? Nee, das überstehe ich ja nie im Leben. What the? Nee, oder? Oh Gott. Uff, tatsächlich. Ich bin da von diesem x-stöckigen Gebäude runtergesprungen. Würde mich jetzt aber schon interessieren, was da in den Kisten drin ist, dass die das abgefedert haben. So, hier muss ich hin. Ah, da sind rote Rohre. Hinauf. Oh, relativ klar. Okay, da ist keine Tür, durch die ich kann. Da kann ich auch nicht hoch. Hier könnte ich vielleicht hoch. Mit viel Fantasie. Hier ist nämlich eine Stange. Also würde ich mal sagen, ist mal wieder ein Wallrun-Versuch angesagt. Na, knapp. Das war knapp. Versuchen wir es gleich nochmal. Hab ich dich. Genau. Komm ich da? Ja, da ist eine Leiter sogar. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier keine Cops sind. Hier ist nur viel Stacheldraht. Achtung, Sie könnten. No. Bevor wir hier rausfinden, was sie könnten, machen wir eine Pause und sehen uns dieses Sie könnten in der nächsten Folge an. Bis dann, ciao!